Hallo ihr Lieben, hier ist die Kiria van de Kamp. Ich bin freiberufliche Hebamme und Coach. Und heute ist im Prinzip der zweite Teil von Sei wie ein Baum. Das kam mir heute Morgen wieder beim Joggen. Da habe ich wieder mit den Bäumen kommuniziert. Und du musst wissen, wenn ich von Bäumen rede oder auch von Tieren, dann sind das Wesenheiten für mich. Auch Steine sind Wesenheiten aus meiner schamanischen Weltsicht. Und von daher kann ich auch mit denen kommunizieren und in den Austausch gehen. Die können mir Dinge sagen. Neulich habe ich gesagt, sei wie ein freistehender Baum, wenn du alleine bist. Diesmal ging es so mehr so um die Fülle. Und im Moment ist Frühling. Und wenn du in die Natur schaust, die Natur ist so üppig und so voller Fülle und Schönheit, dass es kaum zu glauben ist. Ich sitze hier an meinem kleinen Teich gerade. Warte. Also da habe ich jetzt zum Beispiel hier das Farnkraut, was jetzt hier riesig sprießt alles. Und ich weiß nicht, hast du das in der Natur schon mal erlebt, dass sich irgendwie ein Baum oder eben ein Farnkraut oder eine andere Pflanze zu fragen scheint, ja, darf ich denn wirklich hier so in voller Fülle wachsen? Blühen, oder mir waren es einfach mehr bei diesem Grün heute Morgen, bei diesem Laub, da wo ich durchjogge, da sind viele Laubbäume, Eichen und Buchen und so. Und die sind in solcher Fülle und Schönheit da, einfach mit ihrem grünen Laub. Und alles grünt so dermaßen voll und lebendig. Auch die Blüten, ich habe hier oben kommt der Holunder, da kommen die Rosen, da hinten blüht der Flieder, da hinten kommen noch mehr Rosen, alles voll. Und wir haben oft Angst, so in unser volles Potenzial, in unsere Fülle, in unsere Schönheit zu gehen. Wie so, ja, aber nehme ich dann jemand anders was weg? Oder was sollen denn die anderen denken, wenn ich jetzt hier so ins Leuchten und Strahlen gehe? Und da können wir uns echt ein Beispiel an den Pflanzen auch nehmen. Sei mal wie die Pflanzen im Frühling. Keine Pflanze würde sich denken, ich kann ja jetzt hier nicht voll in meine Blüte gehen oder in meine Schönheit. Was soll denn der Baum nebendran denken? Ja? Nicht, dass der nachher neidisch ist auf mich oder so. Ja? Oder die Rose würde auch nie denken, ach, ich kann doch hier nicht jetzt irgendwie so völlig prachtvoll erblühen. Ne? Natürlich kann sie das. Und natürlich kann sie zur Schönheit der Welt beitragen, so wie du das kannst. Ja? Auch du darfst dir erlauben, ganz in deine Fülle, in deine Schönheit, in dein Leuchten zu gehen. Es gibt so einen schönen Text von der Marianne Williamson über das Leuchten. Der wird oft dem Nelson Mandela zugeordnet, aber es ist, soweit ich weiß, von Marianne Williamson, dass wir viel mehr Angst haben, so in unser Licht eigentlich reinzugehen und dass wir so gewohnt sind, uns klein zu machen. Das ist eine ganz dumme Angewohnheit. Aber da können wir uns echt ein Beispiel an der Natur nehmen. Die macht das nicht. Die braucht natürlich gute Bedingungen, um wachsen und gedeihen zu können. Das brauchen wir auch. Und was ich da interessant finde, sind Experimente, die verschiedene Leute gemacht haben mit der Wirkung auch von Energie und Gedanken auf Pflanzen, auf das Wachstum von Pflanzen oder auch, ich habe das mal gesehen, Bilder von einem Apfel oder beziehungsweise zwei ziemlich gleichen Äpfeln, die mit unterschiedlichen Energien und Gedanken jeden Tag beeinflusst wurden über, ich weiß nicht wie viel, ob es 2 Wochen waren oder 3 Wochen oder sowas. Und es war total spannend zu sehen, wie unterschiedlich die sich entwickelt haben. Dem einen Apfel ging es dann noch ziemlich gut. Ja, der hatte schon ein bisschen Zeichen davon, dass er jetzt älter wird. Der andere war der erste Apfel, den haben sie mit positiven Worten immer wieder imprägniert, sage ich mal. Und den anderen Apfel, den haben sie richtig schlecht gemacht, klein gemacht. Du mieses Stück Apfel, was glaubst du eigentlich, wer du bist? Du bist hässlich, du bist schlecht und sowas. Und das immer in diesen Apfel reingegeben. Und der sah total eklig aus. Der war total verschimmelt und so fast zerfallen. Der sah ganz schlimm aus. Und die waren halt zur selben Zeit haben die angefangen, dieses Experiment zu machen mit den Äpfeln. Und das fand ich echt spannend. Es gibt ja auch mit Wasser und Wasserkristallen und so solche Experimente. Aber dass du dir das auch für dich nehmen kannst, nicht nur was von außen kommt, da hast du nicht so viel Einfluss drauf, nur in der Art und Weise, wie du es anziehst, aber auch wie du mit dir selber redest. Was ist der innere Dialog, der auf deinen Organismus, auf die Pflanze, die du bist, die ganze Zeit einwirkt? Weil das ist viel stärker als das, was von außen kommt, ist das, was ständig in deinem Kopf abgeht. Und das unterschätzen wir oft. Und du kannst lernen, das zu verändern mit liebevoller Disziplin, mit dir
liebevoll zu reden, dir diese Energie des Blühens geben, indem du dich wertschätzt auch, indem du immer wieder auf positive Gedanken gehst und dir auch erlaubst, es ist oft dieses Erlauben auch eben, zu blühen oder zu wachsen und wirklich in die Fülle zu gehen. Und die Pflanzen, die sind einfach bestrebt, in ihre Exzellenz zu wachsen und in ihre Natürlichkeit und das Beste hervorzubringen, weil das in ihnen ist. Und das auch für dich so anzunehmen, hey, ich bin wie ein Baum oder wie eine Pflanze, die wächst und ich brauche einfach gute Bedingungen. Und da habe ich auch Einfluss drauf, damit ich in meine volle Pracht und Schönheit mich entfalten kann und in meine Natürlichkeit. Und du musst es niemand anderem was wegnehmen, musst dich nicht mit anderen vergleichen, sondern einfach deine Kraft und Schönheit da vollkommen ausleben. Diesen Gedanken wünsche ich dir ein wundervolles Muttertagswochenende und bis bald.